Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hauke Giro und ich arbeite für die G-Data Software AG. Heute wollen wir mal über das Thema VM Security sprechen und dazu habe ich mir den Jan eingeladen. Hallo Jan. Hallo Hauke. Jan, wir wollen ja sprechen über VM Security und den Light Agent. Was ist denn der Light Agent überhaupt und wie funktioniert er? Ja, Hauke, das ist ganz simpel. Der Light Agent ist eine komplette Neuentwicklung von G-Data und mit dem Light Agent ist es möglich, die Performance auf den virtuellen Servern, auf den sogenannten Hypervisoren zu reduzieren. Und der Light Agent, der bietet natürlich auch die Next-Gen Security Solutions. Für was für Unternehmen könnte denn der Light Agent besonders interessant sein? Ja, der Light Agent ist interessant für alle Unternehmen, die virtuelle Desktop-Infrastrukturen einsetzen. Das können Banken sein, das können Krankenhäuser sein, aber auch generell Unternehmen, die auf Kiosk-Systeme und auch VDI-Systeme einsetzen. Anders als einige Mitbewerber arbeiten wir mit einem Agenten auf dem Client. Welche Vorteile haben unsere Kunden davon? Ja, das ist richtig. Wir installieren auf unseren VMs einen Agenten und das bietet uns den Vorteil, dass wir auch die proaktiven Module von G-Data einsetzen können. Das können die Module sein vom Behavior Blocker oder auch die Export Protection oder auch jetzt das ganz neue Feature von G-Data, DeepRay. DeepRay arbeitet mit KI, um Malware zu entdecken. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. DeepRay ist eine komplette Neuentwicklung und alle Businesskunden können auch DeepRay in der neuen Version nutzen. Auf welchen Plattformen kann denn dieser Scan-Server genutzt werden? Wir liefern ein fertiges Template aus und der Kunde kann das Template ganz simpel in VMware oder auch von Microsoft Hyper-V importieren. Und welche Infrastruktur ist jetzt notwendig, wenn ich so einen Scan-Server betreiben will? Was muss ich da beachten? Die Installation oder Konfiguration ist total simpel, denn pro Host, pro Hypervisor ist vorgesehen, dass eine Scan-Appliance installiert wird. Damit ist sichergestellt, dass die Anfragen zum Scan-Server, wo die Signaturen ausgelagert werden, lokal bleiben. Und diese Scan-Appliance weise ich dann einfach im G-Data-Administrator zu, oder? Korrekt, richtig. Ja, danke Jan für diese Einblicke in dieses spannende Thema. Wo kann ich mich denn noch informieren, wenn ich weitere Fragen habe? Ja, bei uns auf der Homepage unter gdata.de werden Webinare angeboten, aber auch dort gibt es ein gesondertes Thema der G-Data VM Security. Dort können sich Kunden oder interessierte Personen ganz simpel und einfach darüber informieren. Danke für das Gespräch. Gerne.